Hallo ihr Süßen. Ich weiß nicht, ob ich mir angewöhnt habe, das hier zu machen, aber ja, ist dann jetzt so. Ich wollte euch was zeigen. Ich habe gestern angefangen zu basteln, habe das Bild vor einiger Zeit, jetzt im Schlafzimmer, vor einiger Zeit bei Pinterest, glaube ich, gesehen. Ja, ich glaube schon. Beziehungsweise war ich auf der Suche nach etwas, was man machen kann mit alten Büchern, die man entsorgen möchte, weil man sie entweder nicht mehr liest oder total scheiße fand oder weiß ich nicht was. Was auch immer, man gibt ja Leute, die Bücher tatsächlich auch wegschmeißen. Ich gehöre da eigentlich nicht zu. Es gibt in meinem Leben, glaube ich, 2 oder 3 Bücher, die ich echt verabscheue. Deswegen habe ich Ihnen jetzt auch das angetan. Ja. Während meiner Schulzeit wurde ich mit einem Buch gequält, das Schlafes Bruder hieß. Ich weiß nicht, ob irgendjemand dieses Buch gelesen hat oder den Film dazu gesehen hat oder ich weiß es nicht, aber das war, glaube ich, das langweiligste, schrecklichste, schlimmste und blödeste Buch, was ich jemals gelesen habe. Muss jetzt nicht für mich sprechen, im Gegenteil, wahrscheinlich finden es die Leute ganz toll, ich finde es ganz furchtbar. Muss dazu sagen, dass eigentlich alle Bücher, die ich in der Schule gelesen habe oder zu denen ich damals gezwungen wurde, die habe ich alle nochmal gelesen, ohne Schulstress und fand eigentlich alle bis eben auf dieses echt, echt gut. Wenn man es ohne Stress lesen kann und Analysen und so weiter und so fort, finde ich, kann man Bücher durchaus nochmal lesen. Dieses allerdings, das war auch dann noch scheiße. Was habe ich also damit gemacht? Ich wollte es eigentlich wegschmeißen, aber dann habe ich, wie gesagt, gegoogelt, was man mit alten Büchern sonst noch machen kann. Bin auf eine Webseite gestoßen, die mir etwas Tolles gezeigt hat. Und zwar sieht das ganze Buch jetzt ungefähr so aus. Das wird ein Hochzeitskranz. Nein, wird es nicht. Es wird ein Dekokranz, den man an die Tür, an die Wand oder einfach als Tischdeko benutzen kann. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür einen Styroporring. Ich habe jetzt einen 25 cm Styroporring benutzt. Den habe ich im Baumarkt gekauft. Der hat ungefähr 25 cm Styroporring. Könnt ihr mit einem größeren machen oder auch mit einem kleineren. Oder ihr nehmt eine Halbkugel aus Styropor. Könnt ihr machen, gar kein Ding. Dann braucht ihr eine Heizklebepistole. Die zum Beispiel hat... kann man hier sehen. Man kann ihn an- und ausschalten und hoch und niedrig einstellen. Die in Heißgrad. Dann leuchtet die und die habe ich mir mal vor einiger Zeit gekauft. Das ist bestimmt schon 2, 3 Jahre her. Keine Ahnung. Das war allerdings die beste Investition in eine Heißklebepistole, die ich jemals getätigt habe. Früher hatte ich halt so eine von meinen Eltern so ein 5-Euro-Ding. Aber die hat, glaube ich, irgendwann, ich weiß nicht, 15 Euro, 20 Euro oder so gekostet. Aber das ist sie auch echt wert. Also die ist richtig, richtig toll. Man hat hier noch so einen Pinöppel. Damit stellt man dann so hin. Muss ihn nicht zur Seite legen. Man kann das so, poing, oder auch nicht, so ausklappen. So, ja, wie gesagt, hier hinten kommt die Heißklebe rein. Was machen wir also? Wir nehmen das Buch. Wir zerrupfen das Buch. Und schneiden dann mit einer Schere eine Spirale, vor allem hinten, eine Spirale aus der Seite. Ihr braucht also auch eine Schere. So, ihr nehmt dann das Blatt Papier, fangt einfach irgendwo an zu schneiden und schneidet dann einfach irgendwie eine Spirale aus der Seite. Wenn ihr sagt, oh, das ist mir aber zu unsicher, dann malt die Spirale vorher auf. Habe ich auch schon gesehen, dass das jemand gemacht hat. Ist total egal. Hauptsache, ihr habt nachher
eine aus Papier bestehende Spirale. Man kann es natürlich auch mit Zeitungspapier machen. Das ist natürlich etwas dünner als normales Buchpapier. Das ist jedem selber überlassen. Ihr könnt es auch mit buntem Papier machen. Total egal. Ich habe es dann auch gleich. Oh, das war zu dünn. Scheiße. Also ihr solltet schon darauf achten, dass es so wie hier nicht zu dünn ist, weil es beim Aufrollen sonst schneller reißt. So, dann habt ihr jetzt also eure Spirale. Ihr schneidet das am besten vorne am Anfang irgendwo ab. Also dass ungefähr so die erste Runde halt weg ist, weil dann kann man das ist dann noch zu eckig und dann kann man es nicht so gut aufrollen. So, habt jetzt also diesen Spiralenteil hier. Ihr fangt jetzt vorne an. Einfach, ihr fangt jetzt an, das einfach ineinander zu drehen. Ihr wickelt das halt immer wieder so, dass so ein aufgewickelter Strang Papier entsteht. So. Ja, und dann immer weiter, immer weiter. Das mache ich jetzt mal eben schnell. Also die Geschichte ist nicht in 5 Minuten gelaufen. Also es ist ein bisschen zeitaufwendig. Aber es lohnt sich. Mit einer Seite Papier bekommt ihr eine relativ kleine Rose hin. Wenn ihr 2 Seiten Papier gleichzeitig zur Spirale schneidet und dann so aufwickelt, wie ich das jetzt mache, dann wird die Rose etwas breitfächriger und nimmt dann auf dem Kranz natürlich mehr Platz ein. Ich habe jetzt nicht unbedingt abwechselnd, aber abwechseln wäre es das falsche Wort, aber in regelmäßigeren Abständen große und kleine geklebt, wobei ich in die Kreismitte, auf die man drauf schaut, die größeren Rosen geklebt habe und die kleineren Rosen als Füllrosen benutzt habe. So, jetzt bin ich so weit, dass ich die Rose bis hierhin so gewickelt habe, aufgerollt, wie auch immer, und habe jetzt den Teil übrig. Normalerweise würde ich jetzt hier unten auf den breiteren Teil, der zwar schon geschnitten ist, aber das ist egal, den Heißkleber machen und würde die Rose dann mehr oder weniger auf den Heißkleber so aufkleben. So, ja. Dann, dass dann da ein paar Ecken abstehen und so, das spielt keine Rolle. Wenn ihr noch nie mit Heißkleber gearbeitet habt, Obacht! Das Zeug wird richtig, richtig, richtig heiß. Ich habe mir gestern auch wunderschön den Finger verbrannt, als mir der Heißkleber auf den Finger gelaufen ist. Also müsst ihr aufpassen, wenn ihr hier unten auf diese breite Fläche den Kleber macht und es etwas andrückt, dann wird es echt auch ein bisschen heiß. Passt also bitte auf. Dann nehmt ihr euch euren Crumbs. Ja. Und dann habe ich auf das Styropor den Heißkleber geklebt und habe dann die Rose auf diese Heißklebefläche gelegt. So, das hält jetzt noch nicht perfekt. Also es kann sein, dass ihr euch entgegenkommt, ja, weil er in der Mitte noch nicht richtig klebt. Das ist aber nicht schlimm. Am besten festhalten, ein bisschen anpusten, dass der Kleber etwas schneller trocknet. Und dann einfach in die mittigere, also in die Schichten noch mehr Heißklebe packen. Ich habe euch, da zeige ich euch jetzt mal eben. Hier bei der Rose kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Da innen drin ist auch Heißkleber. Also ich habe das wirklich mehr oder weniger überall hingelegt. Da zum Beispiel, seht ihr das? Um die einzelnen Schichten etwas besser miteinander zu verkleben, habe ich eben bei manchen Rosen in die Schichten auch noch etwas Heißkleber reinfließen lassen. So. Wenn ihr zum Beispiel, hier ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, die Rose aufgeklebt habt und so wie hier ist jetzt noch irgendwie ein riesiges Loch und ihr findet das doof, dann nehmt ihr einfach einen Rest von der Seite, wickelt ungefähr, weiß ich nicht, so 10 cm, wickelt ihr einfach auf und klebt es einfach in die Mitte rein. Habe ich hier zum Beispiel gemacht, deswegen hat diese Rose 2 Innenleben.
Da habe ich einfach hier dieses aufgerollte Stück, wollte ich eigentlich da reinkleben, aber okay, in die zu große freie Fläche geklebt. Einfach weil es dann etwas gefüllter aussieht. Manchmal rutscht es halt etwas raus. Hier kann man das zum Beispiel auch ganz gut machen, bei der, dass man einfach noch einen gefüllten Ring da reinklebt, weil es manchmal etwas lose sonst aussieht. Oder hier bei der kann man das irgendwie auch noch machen. Dann habe ich auf diesem Blog, glaube ich, wo ich das Foto entdeckt habe, noch gesehen, dass die Dame in die Rosen selber, in das Mittelstück, noch Perlen geklebt hat. Das werde ich auch noch machen. Die fertigen Fotos hänge ich euch einfach nachher entweder an das Video dran oder ihr guckt bei Instagram. Da werde ich es definitiv dann auch posten oder bei Twitter und bei Facebook, ist ja auch egal wo. Ihr werdet das Endergebnis, wenn nicht im Video, dann auf jeden Fall dort entdecken. So, hier vorne bin ich eigentlich schon recht zufrieden damit. Den Teil, wenn ich ihn an die Wand hänge, wird man sowieso nicht sehen, weil man ja eh so davor schaut. Ich werde den Innenteil hier noch mit Rosen verkleiden, so wie ich das da unten gemacht habe, weil da kann man halt drauf schauen. Bevor ihr anfangt, den Styroporring mit styroporfähiger Farbe bemalen. Oder aber ihr ummantelt den mit Stoff. Oder mit Tapete vor allen Dingen. Mhm. Ihr ummantelt das Zeug mit Tapete. Nein, ich meinte mit Zeitung. Ihr könnt das einmal umkleben mit Zeitung oder wie gesagt mit Stoff. Dann ist es nicht so schlimm, wenn der Ring noch rausschaut. Ich finde, bei dem Styropor, bei dem losen, nackten Styropor, sieht es einfach nicht so hübsch aus. Deswegen klebe ich halt überall noch Rosen hin. Wenn ich jetzt aber das ummantelt hätte, dann würde ich mir die Arbeit, das zu ummanteln, das zu bekleben mit Rosen echt sparen. Ja, also, wenn ihr ein Buch habt, was ihr total scheiße findet und sowieso wegschmeißen würdet, oder aber eins, das ihr besonders toll findet und das ihr in, weiß ich nicht, zwei Ausführungen habt, wie auch immer, man kann ja auch ein Buch einfach auf dem Trödelmarkt kaufen, dann zerfetzt es doch einfach und macht was Schönes draus. Ja, das wäre also mein Basteltipp für alle, die mich per Instagram und Twitter gefragt haben, wie macht man das? Das ist eigentlich wirklich einfach. Es ist ein bisschen Frisselarbeit, okay. Und man muss mit der Heißklebepistole echt ein bisschen aufpassen, sonst verbrennt man sich wie ich. Aber dafür bin ich auch prädestiniert. Also ich bin Schussel von Natur aus. Von daher ist es eigentlich machbar. Auch Leute, die sagen, ich kann aber nicht basteln. Das könnt ihr auch, ganz sicher. Ja, so viel dazu. Wollte ich euch noch was zeigen? Ach so. Ja, um das aufzuhängen, könnt ihr euch einfach ein Geschenkband, ein breiteres Geschenkband nehmen. Könnt ihr das hier hinten festtackern oder mit, was sind das für Dinger? Reißzwecken? Heißen die so? Ja, mit Reißzwecken oder was auch immer feststecken oder auch mit Heißklebe festkleben, gar kein Problem. Und dann könnt ihr es einfach an dem Band, an der Wand, an der Tür, wo auch immer ihr wollt, fest aufhängen. Ansonsten, wie gesagt, kann man es auch einfach als Tischdeko benutzen und eine Kerze reinstellen. Oder wie auch immer. Ach ja, was ich bei dem Blog noch gesehen habe, ich werde ihn auch unten in die Infobox verlinken. Sie hat das Buch vorher einmal rundherum. Wobei, das macht ja keinen Sinn, ich schneide es ja aus. Vielleicht hat sie es auch ein bisschen anders gemacht als ich. Sie hat die Seiten von außen, also den Rand hier, mit einer Farbe angemalt. Mit einer wässrigen, dunkleren Farbe, damit es ein bisschen oldschool, vintage aussieht. Das könnt ihr aber auch einfach machen, wenn ihr die Rosen aufgeklebt habt. Dann nehmt ihr euch einen Pinsel, am besten wasserfarben, relativ dünnflüssig und pinselt dann mit einem steiferen Pinsel oben einfach die Rosenränder an. Wie man sehen kann, habe ich auch in diesem Buch gearbeitet. Deutsch LK, hallo. Ich habe da jetzt so unterstrichene Stellen auch dran. Ja, ich finde jetzt Orange ist quasi die schlimmste Farbe, die es gibt. Aber ich habe ja auch ein altes Buch verwendet, ne? Dann benutzt es. So, das war's dann aber jetzt. Ich hoffe, es war hilfreich, wenn ihr das nachmacht. Dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir die Fotos dazu schickt. Ansonsten
Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir einfach. Ich gebe mir die höchste Mühe, auch diese wieder zu beantworten. Und wenn ihr sonst irgendwelche Videos sehen wollt, die jetzt keine Follow-Me-Around-Fotos sind, Follow-Me-Around-Videos, weil die sind absolut nicht mein Ding. Also wenn ihr abgesehen davon irgendwelche Videos sehen wollt, dann sagt mir das doch einfach. Ich freue mich über eure Vorschläge und gebt mir Mühe, sie dann auch umzusetzen. Ja. Bis dann. Hallo, ciao. Buddy. Warst du beim Friseur? Der Buddy war beim Friseur. Sieht doch richtig hübsch aus. Und liegt jetzt im Bett, im neuen. Da hat er nämlich noch gar nicht gelegen. Und macht es sich bequem. Das ist übrigens die Decke, die vorher beige war, die ich jetzt umgefärbt habe. Ich habe, glaube ich, 3 Pakete Färbemittel gebraucht, um diese Decke zu färben. Aber ich finde, die Farbe ist jetzt echt richtig schön geworden. Vorher war sie etwas fleckig. So, genau, da steht auch drauf, was das für eine Decke ist. Ich glaube allerdings, dass es die nicht mehr gibt. Das ist nämlich schon echt lange her. Am Faden könnt ihr übrigens sehen, welche Farbe die Decke vorher hatte. Jetzt ist sie Petrol, dunkelgrün Farben. Petrol eigentlich. Ja, Buddy, wie gefällt's dir? Buddy. Ja, ach nee, guck mal. Du süße Maus. Wenn das die Mama sieht, dass du im Bett liegst. Aber es ist ja unser Bett, wir dürfen das hier, ne? Ja. Ja. Rückenmassage, ja, ja. Ja, Gesundheit. Gesundheit. Guck mal, da ist er ganz kurz. Ganz kurz. Dann hier. Ganz kurz. Tschüss.